Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, Tawarischi, ich begrüße euch zu dieser Kundgebung. Diese Kundgebung ist eine Protestkundgebung. Wir protestieren gegen die undemokratischen Verhältnisse in Kasachstan. Wir protestieren gegen Nursultan Nazarbayev, den Präsidenten von Kasachstan, der heute und morgen in Berlin weilt. Und wir protestieren gegen die Politik der Bundesregierung. Dank, Aaron. Erstmal vielen Dank, dass ihr hier bei der Kälte da seid. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass so ein Protestsignal gesendet wird. Ich war um den 16. Januar herum bei der Parlamentswahl in Kasachstan und ich habe mich natürlich sehr interessiert für die Arbeiterstreiks in Schanaosen, in Aktau. Ihr wisst ja, die Streiks laufen schon viele Monate und ich habe auch sehr frühzeitig einen Besuchsantrag gestellt bei Natalia Sokolova und am Tag meiner Abreise habe ich auch die Genehmigung gekriegt, sie zu besuchen. Ich glaube, ich bin der einzige Ausländische, der sie gesehen hat. Internationale Solidarität! Hey! Hoch die internationale Solidarität! Hey! Hoch die internationale Solidarität! Das Wort Carsten Becker von der Verdi-Betriebsgruppe Charité Berlin. Herr Nazarbayev, ich spreche hier für die Beschäftigten der Charité, für die Verdi-Betriebsgruppe Charité. Sie sind ein Mörder und Ihre Existenz ist nur deswegen noch da, weil Profitgier und Interesse am Öl die Reichen aus dem Westen es Ihnen möglich machen, Sie als Lakaien zu benutzen. Und ein gutes Beispiel für Lakaien sehen wir dort auf der Straßenseite. Die bezahlten Jubler, die negieren wollen und sollen, dass gemordet wird und dass gegen Menschenrechte verstoßen wird. Das ist ein Skandal. Nazarbayev-Mörder, Merkel-Komplize, Nazarbayev-Mörder, Merkel-Komplize, Nazarbayev-Mörder. Ich gebe jetzt noch mal Anna kurz das Wort. Ich hatte vorhin aufgehört, dabei, dass die Aktivistinnen und Aktivisten, die Oppositionellen in Kasachstan bringen, auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Mindestens zwei Aktivisten sind bereits ins Exil gezwungen und müssen dort den Lebensunterhalt bestreiten. Hohe Geldstrafen werden nahezu täglich verhängt gegen Aktivistinnen und Aktivisten. Mehrere hundert Euro im Regelfall, sodass finanzielle Mittel gar nicht in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt werden können. Trotzdem ist es total wichtig, dass auch kleinste Beträge, die man irgendwie erübrigen kann, gespendet werden. Bitte spendet, wenn ihr könnt, und überlegt euch, ob es euch möglich ist, eine regelmäßige Spende zu machen. Aber politische Unterstützung besteht nicht nur daraus, Geld zu sammeln. Sprecht das Thema, wenn ihr könnt, in euren Gewerkschaften und Betriebsgruppen an. Werdet Unterstützerinnen und Unterstützer auf campaignkasachstan.org. Dort gibt es eine Online-Petition, die man unterzeichnen kann. Wenn ihr Aktionen plant oder macht, informiert uns darüber, dass wir sie zusammentragen können und dass wir auch eure Solidarität den Aktivistinnen und Aktivisten in Kasachstan überbringen können.